Hoffentlich war das der letzte. Zigarre? Miranda ist einfach widerlich. Ihre Falschheit kennt keine Grenzen. Für sie sind wir nichts als ein paar missgeglückte Cadeau-Experimente. Wenigstens hatte ich etwas mehr Glück mit meiner Kompatibilität als die anderen Deppen im Dorf. Deshalb darf ich mich auch Sohn von ihr nennen lassen. Was für ein Witz. Ich werde ihr nie vergeben, was sie mir angetan hat. Der Typ tut mir eigentlich leid. Er wollte als ein normaler Mensch leben und wird entführt und damit sowas halt angesteckt. Das kranke Miststück hat sich doch nicht mehr alle. Sie sieht keinen Unterschied zwischen Experiment und Familie. Sie hat nicht nur meinen Körper verändert, sie hat mir meine Würde genommen. Wenn ich sie nicht vernichte, wird mein Leben niemals mir gehören. Aber so gestört sie auch sein mag, sie ist stark. Dank des Megamyzeten kann sie jede Gestalt annehmen. Ist nicht cool, Leute, ist nicht cool. Meine einzige Chance ist dieses Black Rose, wenn ich mir ihre Macht zu eigen mache. Könnte ich vielleicht, wo wir schon dabei sind, ihr Vater, Ethan, hat interessante körperliche Eigenschaften. Vielleicht kann ich ihn dazu bringen, mir zu helfen. Alter, wir sollten ihm helfen. Er möchte auch nur frei sein. Dieser Ort gefällt mir auch jetzt nicht. Hier könnte auch ein Bossfight stattfinden. Oder doch nicht? Ja, gehen wir mal rauf, Leute. Ja, yeah, wir sind oben. Wo sind wir jetzt? Findet man hier was? Nein. Was zum... Von wo kommt er jetzt? Nicht schlecht, nicht schlecht, Winters. Du bist hartnäckig. Aber meine Rebellion wartet. Und du bist mir im Weg. Was passiert da? Wir haben so lange gebraucht, bis wir nach oben kamen. Und jetzt sind wir wieder unten. Was kann ich nur dazu sagen? Das ist doch ein Witz! Oh mein Gott, es ist nur Chris. Ich hatte dich gewarnt, Ethan. Halt dich raus. Was erwartest du von mir? Du hast meine Frau getötet, du Bastard. Glaubst du das ernsthaft? Das war sie nicht. Was? Das war Miranda. Was? Sie ist eine Biowaffe.
hat ihre Form verändert und ihr Mia vorgespielt. Die Schüsse hat sie auch überlebt, aber ich bring das zu Ende. Bullshit! Warum hast du das nicht gleich gesagt? Weil ich wusste, du würdest dich einmischen! Und wir können bei so einem Auftrag keine Zivilisten gebrauchen. Warum wir, Chris? Was läuft hier eigentlich? Okay, Ethan. Schon gut. Die Erklärung bin ich dir wohl schuldig. Na endlich. Gib mal den Schlüssel. Okay, was ist jetzt passiert? Kurz gesagt, Miranda ist eine Irre. Und das Dorf, die Monster, diese Freaks, hat sie erschaffen. Wohl in einem Experiment mit dem Pilz. Der Pilz? Wie in Louisiana. Verflucht. Ich dachte, ich könnte meine Familie retten. Ich kann hier nicht weg. Ich kann gar nichts tun. Das stimmt nicht ganz. Sieh dir das an. Die haben meine Männer mir vorhin geschickt. Miranda. Sind noch mehr. Rose, scheiße, wir müssen los. Ruhig, meine Männer beobachten die Situation. Aber sie haben Rose. Kapier's endlich. Allein hast du gegen Miranda keine Chance. Ich bleibe hier und platziere die restlichen Sprengsätze. Du nimmst den Aufzug, wir treffen uns dann oben. Okay. Wir holen deine Tochter da raus. Danke, versprochen. Bro. Zusammen. Verlass dich drauf. Und wenn ich Miranda finde, bring ich sie um. Dieses Grinsen. Okay, dann. Nimm den hier. Und eins noch. Spiel nicht den Helden. Das tue ich immer. Kein Zurück mehr. Kann ich hier noch was finden, Leute? Oder? Yep. Da. Arzneimittel. Okay, wir hätten da alles. Lesen wir das auch sehr schnell, Leute, mal durch. Unhorned Wolf Squad. Durchsuchung der Fabrik abgeschlossen. Keine Beweise für Verbindungen mit der Organisation. War wohl nicht unser Glückstag. Ich habe ein paar Dokumente mit Informationen über Mirandas Experimente gefunden, die unsere Vermutungen bestätigen. Sie scheint sich selbst mit dem Mutamycet infiziert zu haben, was ihr eine Reihe von Fähigkeiten gab, darunter Mimikry. Sie kann also ihre Zellen kontrollieren und jede beliebige Gestalt annehmen, sei es jemand oder etwas. Sie hat sich als Mia ausgegeben und ist in Ethans Haus eingedrungen. Ihr Ziel war eindeutig die Entführung von Rose. Vielleicht dachte sie, es wäre leichter, die Kontrolle über Rose zu erlangen, wenn sie wie ihre Mutter aussieht. Darum hat sie diese Geschichte vorgelesen. Mit unserem Angriff hatte sie wohl nicht gerechnet, deshalb musste sie ihren Tod vortäuschen. Später im Transporter hat sie sich selbst wiederbelebt, alle Mitfahrenden getötet und ist dann mit Rose verschwunden. Also ist also alles abgelaufen. Für sie lief es nicht ganz wie geplant, aber letztendlich hat sie mitbekommen, was sie wollte. Aber was steht da? Hat sie bekommen, was sie wollte, mitbekommen. Doch damit ist jetzt Schluss. Sobald ich die Fabrik gesprengt habe, stoße ich zu euch. Ein Kampf gegen Heisenberg ist wahrscheinlich, aber ich habe hier etwas gefunden, das mir nützen könnte. Ein Kampffahrzeug, das aus einem Metallpolymerverbund zu bestehen scheint. Und das kann er mit seinen Kräften nicht kontrollieren. Mal sehen, wie ihm das schmeckt. Alpha. Also, Chris. Ja, steigen wir mal da ein. Yeah, sowas mag ich, Leute. Und ich glaube, der hat auch eine Bazooka installiert. Metallpolymerverbund? Na, Hauptsache es schießt. Ich komme, Rose.
Das gefällt mir, Leute. Wo sind wir jetzt? Was? Was war das? Du gottverdammte kleine Kakaolake! Du glaubst, du bist mir gewachsen? Gut, dann bin ich wenigstens im Schwung für das Miststück. Lass uns das klären. Die echten Männer. Deine Leiche fühlt sich gut in meiner Armee. Nein! Streng dich an! Zeig mir, was du drauf hast! Daneben, daneben! Und jetzt bist du tot! Ich zertrete dich wie eine Ameise! Unterschätze nie die Liebe eines Vaters! Du bist stärker als du auch bist. Nein! Ja. Vor meinem Stahlkörper. Dafür bin ich diesem verfluchten Weib wohl Dank schuldig. Ich töte sie mit der Macht, die sie mir gab. Ein Sohn wie ein Blut besteht. TikTok Ethan, die Zeit für Spiele ist vorbei. Boom, 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 boom! Komm schon! Was passiert mit dem? Oh oh! Jetzt dich wohl für besonders schlau! Ich hab ja nur von dir! Nein! Meine Metallarmee! Ich bring diesen verdammten Wichser um! Aber erst zu dir! Nein! Leute, ich brauch doch... Aussichtslos, hab ich recht? Die auch. Ein einfacher Mensch wird nie gegen mich gewinnen. Das ist nicht David gegen Goliath. Das ist Ethan gegen die Apokalypse. Stirb, als würdest du am Leben hängen. Oh nein! Ist nicht einfach, Leute. Okay, ich habe jetzt erwischt. Du hättest meinen Deal annehmen sollen. Okay, was passiert jetzt, Leute? Raus in der Hölle wieder. Erst kill ich Miranda und dann gehört Rose nach mir. Ein Graf. Nein! Es ist noch nicht vorbei! Ich muss sie töten!
Michael Bay-like, Alter. Lebt er noch? Ja, mach endlich auf. Ethan, was ist passiert? Da waren Explosionen. Heisenberg, sind wir los. Jetzt suche ich Miranda und rette Rose. Nicht ohne mich. Es ist zu gefährlich. Warte dort, verstanden? Ethan? Rose? Ethan! Ethan, antworte! Oh mein Gott! Das ist nicht mir! Aber... Unser Kind. Sie bedeutet uns so viel, ha? Huh? Für sie würde ich alles tun. Genau wie ich. Du bist nicht mehr. Ohne Heisenberg fehlt dir jede Spur. Was hast du jetzt vor? Keine Ahnung, aber ich rette Rose. Du ahnst nie was, oder? Selbst Mia konnte ich dir vorspielen. Armer Ethan. Wer bist du? Wo ist Rose? Genug. Weißt du noch, wie Evelyn den Pilz kontrollierte? Rose ist ihre Nachfolgerin. Nein, Rose ist ihre wahre, vollkommene Form. Sie wird alles um sich herum kontrollieren. Und sie wird mir gehören. Leck mich, du Miststück! Beruhige dich. Rose wird leben. Der Megamyzid vergisst niemanden. Allerdings wird sie als meine Tochter wiedergeboren. Sie ist mein Kind, nicht deins. Wo bist du? Los, zeig dich! Was macht Rose so besonders? Sind es ihre Eltern? Sie war die Alte. Denn du bist wirklich einzigartig. Aber ich habe genug von dir gelernt. Du hast als Versuchskaninchen ausgesorgt. Komm raus und zeig dich, du feiges Stück Scheiße! Wow! Keine Sorge, Ethan. Dein Tod wird schmerzlos. Der Megamyzid wird sich deiner annehmen. Was? Sie hat unser ich Herz rausgerissen. Ich werde später noch dein Blut untersuchen. Bei Tagesanbruch wird die Zeremonie beendet sein und ich werde ihre wahre Mutter auf ewig verbunden im Blut. Was ist mit der Verrückten los? Ich musste lange warten, aber jetzt wird mein Traum endlich wahr. In Gestalt von Rose werde ich mein wahres Kind wiedersehen. Ist sie krank, Leute, oder? Offensichtlich ist sie krank, aber...